Sehr gut. Du musst den Scheiß sparen. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ihr seht irgendwie verschwommen. Was gibt es? Das wissen wir doch. Delphin! Ha! Ha! Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu... Okay, die Quest haben abgehört. Gute Espern nach Flussbrettchen. Doch, das haben wir noch am Laufen. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Ordner, übernimmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Ein kleiner Schrank. Liegt noch mal Zeug rum. Mal sehen, was Esbern zu sagen hat. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esbern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht hin. Genau hier. Das Buch. Der Tempel der Himmelszuflucht. Nein, der erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Annalen der Drachenwache. Okay. Story relevant, also let's go. Skyhaven Tempel. Tempel der Himmelszuflucht. Sea of Ghost, okay. Merkung des Schreibers. Ich, Bruder Anubis, habe die folgenden Zeilen im Jahr 2R568 mit größter Sorgfalt aus den Annalen der Drachenwache im Tempel der Himmelszuflucht übertragen für die Jahre 2800 bis 2819, 4329 bis 4338 nach dem alten Kalender. 2801, Kaiser Karstaff befahl den Drachen der Drachenwache erneut, Geißeln in Markarth und Hohl dann zu nehmen, um sicherzustellen, dass die Jahre die Rekrutierungsquoten erfüllten. Der offizielle Protest unserer Meisterin wurde wie üblich zurückgewiesen. Das würde die Beziehungen zur riesigen Bevölkerung schwierig gestalten, auch wenn die Geißeln in Wahrheit zusammen mit den anderen Italienern untergebracht und ausgebildet wurden. Kings gibt es. 2818, ein glückverheißendes Jahr an Alduins Mauer, wurde fertiggestellt. Ein Drache wurde aufgespürt und getötet und Kaiser Riemann II. Kam zu Besuch, um die Mauer offiziell einzuweihen. Das Blutsiegel wurde in Anwesenheit sämtlicher Mitglieder der Drachenwache von Himmelsrand eingesegnet. In große Ehre, derer sich nur wenige Tempel rühmen können. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte.
trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Immer. Sehen wir, ob wir diesen Tempel der Himmelszuflucht finden. Wenn es per Schnellreise geht. Ich mache erstmal die Hauptquest weiter und dann können wir irgendwann später in Kanalisation zurückkehren und da Nebenquests machen. Wir sammeln hier die Nebenquests und dann also auf die Kanalisations-, auf die Liebesgilde-Sachen. Da hab ich schon Bock drauf. Ordner, es ist soweit. Die Taverne gehört euch. Ich komme alle Quests vielleicht nicht, aber zurück. Tja, darüber könnte man nachdenken. Gebt auf euch Acht, Ordner. Lebt wohl. Ja, natürlich. Ihr auch, Delphin. Passt auf euch auf. Ich nehme hier legal mal ein bisschen was mit. Ich muss hier vorher noch was verkaufen, bevor wir... Rockischen Bogen zum Beispiel. Müssen mal ein bisschen was essen. Wir saufen einfach das Bier aus. Jetzt haben wir ordentlich gegessen. Zum Händler Sachen verkaufen. Dann kann es losgehen. Vielen Dank, dass ihr der mit seiner Gründe Klau wieder. Oh, etwas der hiervon, seine Klau ausgestellt. So, ich möchte verkaufen. Im orkischen Bogen. Ein Stab behalte ich noch. Ich könnte nochmal gut werden. Falls wir mal auf die Idee kommen, mit sowas zu kämpfen. So, bei der Kleidung haben wir viel. Der Schild ist eh besser. Die Handschuhe haben Rüstung 6.
Oh, ich kriege mal viel Geld. Die waren mehr wert, die Ruhm. Und die Bücher verkaufen. Wollen wir eigentlich nicht. Der ist wirklich blank. Du bist blank. Also gut. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Ganze Versammlung hier im Laden. Die begleiten uns jetzt. Ein bisschen. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin. Wohin können wir schnell reisen? Das wäre doch was. Einsamkeit, nein. Ich würde nie wieder nach Einsamkeit, aber okay, das, die Sägemühle ist am nächsten dran. Auf geht's. Schnell weg dort. Schnell weg von der Botschaft. Ich wollte gerade Schluss machen, aber was wollt ihr? Schnell weg von hier. Einmal durch den Fluss ans andere Ufer. Ich hoffe, die anderen können mir folgen. Gut, und dann geht's hier lang. Eine ganze Ewigkeit. Ach, gern. Hey, weg von meinem Schwert. Das Banditenlager hier können wir mal. Da würde ich eigentlich mal schlafen, aber sind wohl Feinde in der Nähe? Wölfe oder was? Wie ist denn da? Hat jemand was gesehen? Ich würde hier trotzdem mal
Rast machen. Gold. Und stecken wir ein. Glocken verbessert, aha. Hat jemand was gesehen? Ah, die Krabbe hier. Wie war der Gegner? Oder was? Gefällt mir. Okay. Zu dem Himmel gehen wir das nächste Mal weiter. Ich speichere immer zwischen. Und mache eine kleine Aufnahmepause hier in diesem Lager. Und weiter geht's das nächste Mal. So. Dann wollen wir mal. Hier haben wir schon gewühlt. Ja, haben wir. Wo ist mein edles Ross? Wo habe ich das geparkt? Na, das ist mein edles Ross. Der wird einfach nie einen Namen kriegen. Mir ist immer noch keiner eingefallen. So namenlos. Nein! Nicht mein Pferd. Greif nicht mein namenloses Pferd an. Aha. Mein namenloses Pferd hat sie ja nicht gedürfen. Jetzt hätte mein Pferd nicht angreifen sollen. Halt. Oh. Lydia, geh zur Seite. So, dann mal weiter. Was genau wird da gegrillt? Was genau bist du? Es ist ein Feuerdämon. Es scheint nicht aggressiv zu sein. Okay. Das war ein bisschen beunruhigend. Ich dachte, da wird was gegrillt, da wird das, hat jemand irgendwie Sachen aufgespießt. So, wir müssen immer noch hier hin, zur Kaffspitze. Oh, wir sind mal wieder auf dem Weg. Springen kann das Pferd nicht. Ich frage nur. Weiter flussabwärts. Ich überquere mal die Brücken, um auf dem Weg zu bleiben. Oh. Er hat etwas gewütet. Wird unserem Pferd bestimmt gefallen, wenn wir Pferdfleisch mit dabei haben. Gold. Händler-Tagebuch. Wertlose Sachen.
Blut hier nur. Na dann weiter. Und dann müssen wir einen hübschen Helm finden. Der aktuelle sieht immer noch ein bisschen blöd aus. Aha. Och nö. Über 27 Brücken musst du gehen. Räuberschlucht entdeckt. Ja, schnell weg hier. Nein, ich mach nicht. Können wir nicht einfach wenigstens das Pferd in Sicherheit bringen? Na gut. Einmal speichern bitte. Kann ich da hochhopsen? Steine haben ja viel gebracht. Gibt's Ärger? Ich habe auch mitgeholfen. Eisenrüstung, cool. Sind wertvolle Sachen dabei. Ich bin zu schwer zum Rennen, natürlich. Tessicher Bunga 12? Ja, genau, verkaufen. Den Helm will ich immer noch behalten. Und die hat immer noch 36 und die 34. Die Eisenstiefel, die bringen was. Nicht viel bringen. Ich bin für das jetzt so alt. Ich gehe da mal hoch ran. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Hallöchen. Ich räume hier mal auf. Gold. Rüstung 26, okay. Und wir haben was Besseres. Das sah schmerzhaft aus. Und er stirbt im Bleiben. Er hat Geld. Und wertvolles Zeug, wertloses Zeug. So, Banditen da rausgenommen. Und hier noch jemanden. Die Rüstung hätte ich früher mal genommen. Ist da jemand? Yep, ich. Tagchen. Banditenanführer. Oha. Das war gar nicht.
Der kann ein bisschen was. So, ich kann mal wieder mit dabei. Schüsse zur Gräubergrotte. 41 Rüstung nehme ich mit. Ich habe eine neue Rüstung. Wo ist sie? Die Handschuhe. Ich kann mir die auch nehmen. Haben wir überhaupt irgendwelche Schuhe an? Eisenstiefel haben wir. Stahlkappen, Kettenpanzer Panzerhemd. Jo. Silberdiadem. Ich glaube mal gut, dass diese den Helm abzunehmen, aber ich habe den lieber noch an. Ich will das Zeug nicht wegwerfen, das können wir noch gut verkaufen. Na gut, für 125. Ich werfe es weg. Das behalte ich noch. Wir müssen einen hübschen Helm finden. Der Schild, der wiegt zu viel. Und wir brauchen ihn nie. Wir brauchen kein Schild. Du kriegst so viel, kann ich rennen. Ach, Mann. Mensch, Skyrim. Und die Handschuhe. Die haben 13. Dann nehme ich die. Nee, nicht wegschmeißen. Die mich anziehen. Können wir die wegschmeißen? Räubergrotte. Hurra. Tagebuch des Banditenanführers. Wenn man jemals lesen. Kann man da vielleicht Sachen ablegen? Wir haben viel Geld. Den Hammer werden wir noch gebrauchen können. Aber die Laterne nicht. Oha. Wo sind wir denn hier? Gehen wir auf Tauchstation. Ich kann noch gar nicht schwimmen.
Hier ist ein Dobutz. Ein Dachs gefangen. Wir gehen ein bisschen fischen. Gibt es hier noch was zu holen hier? Hüpft die einfach mir hinterher. Nee, Sack. Geldbeutel nehme ich gern. Tomatos. Nö, gibt nicht viel zu sehen hier. Nutzloses Zeugs. So viele Schlüssel, die wir hier haben. Du kannst keinen Schlüssel ablegen. Okay, dann behalten wir sie. Ein bisschen Leichen flattern. So, dann wollen wir mal weiter. Wir haben noch da irgendwo unser Pferd geparkt. Ah ja, hier. Sind die anderen noch mit bei? Oder sind die uns verloren gegangen? Oder schon vorangeritten? Wir werden sehen. Ich folge mal erstmal dem Pfad weiter. Noch nicht schon wieder Wölfe. Lass doch mal mein Pferd in Ruhe. Es hat zum Glück eine Rüstung. Okay, sind wir schon fast in der Nähe. Rurikstadt. Nochmal modrige Ruinen. Aha. Ach, wie hat man hier seine Ruhe? Hört auf, mein Pferd anzugreifen! Was hat denn euch das Pferd getan? Das Pferd kämpft aber ziemlich tapfer. Ja, genau so. Doppelangriff. Gold. Ansonsten nix. Nix Wertvolles. Behalt. Und weiter geht's. Kurzer Zwischenstopp, um ein paar Banditen abzumetzeln.